Meine Damen und Herren, herzlich willkommen hier im Maternushaus in Köln und herzlich willkommen auch all diejenigen, die über Radio und Fernsehen mit uns verbunden sind. In diesem Jahr sind es 75 Jahre, seit Adolf Hitler und die Nazis die Macht in Deutschland ergriffen haben und das ganze Verhängnis seinen Lauf nahm. Da werden wir wieder in den Medien vieles hören und sehen, und gerade uns Katholiken wird manchmal auch hören und sehen vergehen, wenn nämlich von den angeblichen Fehlern und Versäumnissen der Kirche die Rede ist. Jeder dritte katholische Priester in Deutschland wurde entweder umgebracht oder ins KZ gesperrt oder aus seiner Heimat verwiesen oder war sonst Opfer von Repressionsmaßnahmen des Systems. Aber nicht nur Priester haben sich damals sehr gut bewährt, sondern auch viele einfache Gläubige, viele Helden im Alltag des NS-Staates, von denen viel zu wenig die Rede ist. Und eine dieser Heldinnen stellt Ihnen mein Kollege Martin Lohmann jetzt vor. Helene Hässler ist im zarten Alter von 95 Jahren die Schwester von Josef Kardinal Höffner und bekommt sicher jetzt erstmal einen kräftigen Applaus. Und weil eben gesagt worden ist, es gibt Leute, die verstecken ihr Katholischsein. Wir zwei kennen uns schon lange und wir sind mit Lust und Laune immer noch gerne katholisch. Ja, das stimmt. Da wird auch keiner was dran ändern können. Aber wir haben natürlich Frau Hässler nicht eingeladen, weil sie mit Lust und Laune katholisch ist. Das allein wäre schon ein Grund, denn sie gehört zu einer Schar von Menschen, die ausgezeichnet wurden, nämlich mit der höchsten Auszeichnung, die der Staat Israel Nichtjuden verleiht. Sie ist zusammen mit ihrem Bruder Josef Höffner im Jahr 2005 zu den Gerechten unter den Völkern gezählt worden, von der Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem. Dort werden Menschen ausgezeichnet und ihr Name ist auch auf einer entsprechenden Gedenkmauer und Wand verewigt. Es gibt auch einen Baum, der gepflanzt wurde für ihren Bruder und für sie, weil nämlich Josef Höffner und sie, Helene Hässler, manchmal auch genannt Hässler-Höffner, aber sie tragen keinen Bindestrichnamen, sondern heißen einfach nur Helene Hässler. Sie hat übrigens 9 Kinder, 20 Enkel und 5 Urenkel. Und Helene Hässler bekam eines Tages einen Anruf von ihrem Bruder Josef. Josef musste von Keil an der Mosel weg nach Trier. Dort hatte er ein jüdisches Mädchen versteckt und das hat er dann in einer anderen Familie untergebracht. Und eines Tages kam ein Anruf in Horhausen an. Helene Hässler wohnt in Horhausen oder wie die Westerwälder sagen, in Horsen. Also für diejenigen, die aus dem Westerwald kommen, Horsen im Westerwald, das Geburtshaus, das Familienhaus der Familie Höffner, dort wohnt sie. Dort hatte auch Josef immer noch ein Zimmer und eines Tages kam ein Anruf im November 1943. Erzählen Sie uns. Da kam ein Anruf. Also. So. Kannst du nicht ein paar Leute da aufnehmen? 14 Tage, sagte er. 14 Tage. Doch, sag ich, ich wusste nicht, dass das eine Jüdin war. Und dann kamen die. Die hatten so viel Zeug bei sich, dass ich dachte, na, die wollen aber länger bleiben als 14 Tage. Sie hatten sich versteckt in Grunwald, in einem alt abgestellten Eisenbahnwagen. Da kamen sie her. Der Mann war schwer krank. Der war nicht Jude, sie war Jüdin. Ne? Und Goebbels hatte ja die Rede gehalten, dass auch jetzt die Verheirateten auch getilgt werden sollten. Ne? Na, auf jeden Fall, 2 Tage lang habe ich versucht, sie zu verstecken. Ne? Da denke ich, na, Sie wissen vielleicht, wie das ist in so einem Bauerndorf und in einem Bauernhaus. Ne? Dann habe ich gedacht,
Nein, das muss eine andere Lösung geben. Dann habe ich zu ihnen gesagt, jetzt benehmt euch wie ein normaler Besuch und geht überall hin, auch in die Nachbarschaft oder überall. Und das haben sie gemacht und das ging gut. Und sie sollten, zuerst haben sie allein gegessen, ne? Dann haben wir an einem Tisch gegessen in der Küche. Ich hatte noch einen Polen oder ein Ukrainer-Mädchen. Die durften ja nicht am Tisch essen. Ne? Aber wir haben alle zusammen gegessen, ob das Frau Dr. Nowak war oder die Frau Dr. auch die Polen dabei. Und Sie haben ihnen gesagt, Sie sollen im Dorf, wenn Sie gefragt werden, einfach sagen, wir sind entfernte Verwandte? Ja, Besuch, ja. Besuch aus Berlin? Ja, ja. Und das ging gut. Sind Sie denn auch mal gefragt worden, wer sind denn diese Leute, die da bei euch wohnen? Auch öfter, aber dann habe ich sicher gelogen, ne? Sie haben mir erzählt, dass diese Frau Nowak, Frau Dr. Nowak, eigentlich sich auch schwer getan hat im Umgang mit Deutschen. Sie hatte nämlich ihren Vater, der war schon im Konzentrationslager umgebracht worden, ihre Mutter war in Theresienstadt und sie hatte eigentlich einen Hass, wie Sie formuliert haben, auf die Deutschen. Natürlich, ne? Natürlich. Ich weiß, es kam ein Mann zu uns, ich sagte noch, ich wollte Witze machen. Er hat eine Uniform, SA-Uniform an. Ich sage, Peter, du willst doch noch nicht Fastnacht feiern. Da guckte der mich an. Ich sage, ist das denn ernst, dass du hier mit der Uniform kommst? Ja, das ist ernst. Ich sage, überleg dir doch mal, was die alles machen. Da sagte der, aber das sind ja nur Juden. Genauso machte er. Ne? Und da war die Frau Nowak dabei. Die wurde schneeweiß im Gesicht. Ich habe wirklich Mitleid mit ihr gehabt. Ich habe nur zu dem jungen Mann gesagt, wenn das deine Mutter wüsste, die war schon tot. Ist der Josef denn ab und zu auch gekommen, Ihr Bruder? Natürlich, ja. Ja, natürlich. Ne? Hat der dann mit den Leuten auch gesprochen? Habt ihr euch unterhalten gewissermaßen? Ja. Dr. Nowak, der hat mich aufgeklärt, was das für ein tüchtiger Mann wäre, ne? Ja. Ihr Bruder? Nein, ja, das wusste ich ja nicht. Haben Sie es ihm dann gesagt, ja? Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe auf jeden Fall einen Zettel gesehen, da betete er immer. Ich sage, was betest du denn? Hat er mir nicht gesagt. Dann habe ich den Zettel aber gefunden. Da stand Gebet um Weisheit. Ah, denke ich. Der will nicht viel Geld, der will nicht schön werden, der will weise werden. Das Gebet ist ja erhört worden. Das ist erhört worden. Was ist Ihnen denn durch den Kopf gegangen, wenn zum Beispiel so Leute aus dem Dorf kamen, die dann irgendwelche unanständigen Bemerkungen über Juden gemacht haben? Tja, ich habe immer den Juden geholfen. Ich sage, ich weiß nicht, ich hatte keine Angst. Nein, ich hatte keine Angst. Die waren ja mit mir in die Schule gegangen. Ich nahm die gar nicht ernst. Ich nahm sie nicht ernst. Also das betrachteten Sie als Verkleidung, wenn die jetzt in Uniform kamen? Ja, man muss bedenken. Ein Nachbar von uns war Zellenleiter. Und der ließ dann, wenn Hitler gesiegt hatte, das Radio früher, so, dass wir alles hören konnten, ne? Der wollte uns dann ärgern, aber der wusste ja Bescheid, wie wir eingestellt waren. Ne? Aber angezeigt hat mich niemand. Wie war denn Hohrhausen? War das mehrheitlich von Braun gekennzeichnet? Das Nachbardorf war ja ziemlich braun. Leider hatten die meisten Leute keine Zivilcourage, ne? Meine ich. Wenn sie alle mehr Zivilcourage gehabt hätten. Ne? Im Herzen waren sie sicher nicht so schlimm. Sie waren zu feige. Zu feige, ja. Zu viel Angst. Was hat es denn bei Ihnen ausgelöst, als Sie auf einmal die Nachricht bekamen, ich werde mit Josef zusammen...